Ein 25-Jähriger terrorisiert ein ganzes Dorf und das sind jetzt die Konsequenzen. Hallo meine Lieben, ein Artikel wurde mir von einem Zuschauer von euch weitergeleitet und ich solle dazu Stellung beziehen. Dieser Artikel ist von der Bild und hier heißt es, Bewohner leben in Angst, denn ein 25-Jähriger terrorisiert ein ganzes Dorf. Spielplätze sind verwaist, Frauen trauen sich nicht mehr auf die Straße. Die Bewohner, so wie es geschrieben wurde, leben in Angst. Seine Ausreißer sind im ganzen Dorf gefürchtet. Ein geflüchteter 25-Jähriger terrorisiert seit Monaten die 7500 Einwohnergemeinde Hartheim im Oldenwald. Obwohl die Bewohner große Angst vor ihm haben, konnte der Somalier bislang nicht gestoppt werden. Es heißt, hier Zitat, keiner, der diesen Mann begegnet, ist vor ihm sicher. Er beschimpft und bedroht uns, berichtet eine Anwohnerin. Die Sorge der Mutter ist nicht unbegründet. Es gab vermehrt Übergriffe. Mosbachs erster Staatsanwalt Florian Sommer sagte zu Bild, bei uns sind seit Mai 2023 wiederholt Strafanzeigen wegen Diebstahl, Körperverletzung oder Bedrohungstaten wegen den 25-Jährigen aus Mogadischu eingegangen. Also das heißt, wir haben hier eine geflüchtete Person, die jetzt in diesem Dorf hier aktiv ist. Und die Bewohner in Schrecken und Panik versetzt. Es gab Übergriffe, es gab Strafanzeigen, aber es heißt trotzdem noch, seit Monaten passiert das weiter. Die Menschen gehen nicht mehr auf die Spielplätze, weil sie Angst haben, dass plötzlich dort jemand lungert. Und das auch nicht unbegründet, wenn du dir überlegst, was Tag ein, Tag aus so alles geschieht. Und die Frauen trauen sich abends oder beziehungsweise grundsätzlich nicht mehr einfach so auf die Straße. Und all das wegen einer Person. Und bevor ich dir jetzt was dazu sage, möchte ich weitergehen. Was passiert denn? Es müsste doch theoretisch, ja, wir haben hier einen Rechtsstaat. Wir haben hier doch einen Staat mit Gesetzesmäßigkeiten. Das bedeutet, es kann doch nicht sein, dass ein Mensch ein ganzes Dorf terrorisiert, wie es hier genannt wird. Aber jetzt pass auf. Die Ermittlungsverfahren seien eingestellt worden, weil der Somalier anlässlich eines früheren Ermittlungsverfahrens wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig eingestuft wurde. Wie kann man denn schuldunfähig eingestuft werden und trotzdem noch weiterhin Menschen bedrohen? Staatsanwalt von Sommer betont, es handelt sich zwar um geringfügige Delikte, die in ihrer Masse allerdings eine enorme Belastung für die Bevölkerung darstellen. Ja, so klingt das auch. Und ich meine, eine Strafanzeige nach der anderen und es passiert nichts, weil man schuldunfähig ist. Das will ich mal sehen, wenn ihr irgendein Klimakleber sich klebt und danach heißt es, derjenige hat seinen Job verloren, derjenige landet dann im Gefängnis, der kriegt eine Strafe oder sonstiges. Wie diese geringfügigen Delikte aussehen, beschreibt eine Dorfbewohnerin. Denn man denkt, naja, geringfügig, was ist denn passiert? Hat er mal kurz irgendwie einen Stein weggetreten oder was ist denn das los? Sie sagt, Zitat, er kam mit einer Bratpfanne in Händen auf mich zu. Als er auf meiner Höhe war, warf er eine Dose nach einem vorbeifahrenden Auto. Als sie deshalb ihren Kopf geschüttelt habe, habe sich der Mann vor ihr bedrohlich aufgebaut. Er drohte, mich umzubringen und kam mit der Pfanne auf mich zu. Ich rannte um mein Leben zu meinem Auto. Er stattete am kommenden Tag Anzeige bei der Polizei, doch es passierte seitdem nichts. Also, die Menschen haben Angst vor diesem aggressiven Täter, der ihnen irgendwie auf der Straße begegnet und man weiß, man muss definitiv genau in die verkehrte Richtung und man weiß nicht, ob derjenige einem folgt oder was der tut aufgrund von diesem aggressiven Verhalten. So die Anwohner in diesem Bericht. Jetzt ist meine große Frage dagegen. Erstens natürlich, warum werden Ermittlungsverfahren eigentlich eingestellt? Gut, das ist jetzt diese These, diese Frage, die sich darauf beruht, dass man sich darauf beruht, dass man in einem sicheren System lebt, mit Rechten, mit Gesetzen, mit einem Schutz, ein Schutz von Polizei, von Anwälten, von Gerichten. Und die Frage, die ich hier in den Raum werfe, ist, wie sicher ist man eigentlich in dem System? Wie sicher ist eigentlich dieses Sicherheitskonstrukt, das wir uns im Kopf gebildet haben, weshalb sich Menschen alles Mögliche erlauben, weil sie sagen, naja, kann mir eh nichts getan werden, beziehungsweise auf der anderen Seite, ja, ich werde schon beschützt, ich mache jetzt einfach gar nichts. Denn die Frage ist wirklich, ein Dorf mit 7500 Einwohnern und alle zittern und
trauen sich nicht mehr rauszugehen wegen einer Person. Ja, wo sind wir hier gelandet? Was ist denn hier eigentlich los, fragst du dich. Und da fragt man sich, warum eigentlich die Politik, warum die Regierung alles Mögliche machen kann, wenn ein ganzes Dorf erstarrt vor einem 25-jährigen jungen Burschen. Kann das denn sein? Leben dort keine Männer? Oder was ist hier los? Ja? Frauen haben Angst, Kinder gehen nicht mehr auf Spielplätze, alle sitzen irgendwie in ihrem Häuschen und haben Angst nicht, dass er jetzt plötzlich vor dem Häuschen ist. Also das macht man in Texas. Da hat man ja gesehen, dass selbst die Regierungen nicht das umsetzen können, was sie gerne wollen. Denn wenn die Polizei da steht, dann stehen dort die Bewohner genauso da und sagen, und jetzt Abmarsch. Ja, so nicht, meine Freunde. Komisch, dass das nicht geklappt hat. Komisch, warum klappt das hier und warum klappt das dort? Das ist im Grunde Mensch und Mensch. Tja, andere Werte, andere Gewohnheiten. Und deswegen sage ich auch immer, dieses Sicherheitskonstrukt, was dieses System dir anscheinend gibt, was aufrechterhalten wird, das Sicherheitskonstrukt beginnt nicht nur in der wirklichen Sicherheit vor Kriminalität, wo es immer wieder heißt in den Medien, bei den Politikern, wegen Kriminalität müssen wir jetzt schauen, weil wir natürlich auf euch alle aufpassen müssen. Wegen Bargeld, wegen Geldwäsche, wegen allen möglichen. Ja, da macht man alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen. Aber wenn du zur Arbeit fahren willst und es klebt sich jemand an die Straße, tja, ich sorge nicht dafür, dass du in die Arbeit kommst. Wenn du dann rausgehen möchtest zum Spazieren oder deine Kinder zu den Spielplätzen, ich sorge nicht dafür, dass du dich da sicher fühlst. Also wo ist dieses Sicherheitskonstrukt, was anscheinend übergestülpt wurde? Genauso das Sicherheitskonstrukt der Rente, der Altersvorsorge, der Sozialhilfe, dass man überall aufgefangen wird. Inflationsrate natürlich, die immer weiter hochgeht, die natürlich dein Vermögen genauso wenig sicher hält. Also das heißt, dieses gesamte Konstrukt ist doch eigentlich nur eine Scheinblase, die jederzeit platzen kann, wenn es gerade eben nicht platzt, also nicht passt. Also das heißt, das, was ich euch Tag ein, Tag aus sage, traue nicht dem, dieser gesamten Scheinwelt, in der man lebt, in der man sich so sicher fühlt und so verlassen und der wird es schon regeln und der und so weiter. Das sieht man doch an diesem einen Beispiel, dass es genau nicht so ist. Und umso länger man wartet, umso mehr hat man zu verlieren. Sowohl, sage ich mal, familiär, sowohl das Umfeld, sowohl sein Vermögen, so wie ich es angesprochen habe, sowohl die Altersvorsorge. Was ist denn eigentlich noch sicher? Das Einzige, was sicher ist, ist eigentlich dein Vertrauen in dich selbst. Die Verantwortung, die du für dein eigenes Leben hast. Das ist das Einzige, was bei uns sicher ist eigentlich. Und wer das abgibt, der hat genau das Einzige, dieser einzige klitzekleine Punkt der Sicherheit eigentlich im Grunde verloren. Deswegen sage ich immer, meine Lösung für mich selbst ist es, für mich selbst zu bestimmen, die Verantwortung wirklich zu nutzen und ein freies, unabhängiges Leben zu führen. Und natürlich, jeder muss sich seine eigenen Lösung dann finden und sich schauen, was für einen das Beste ist. Aber das ist wirklich richtig, richtig heftig. Also das ist heftig, dass ein ganzes Dorf eigentlich kapituliert vor einer Person. Und das, ja, Ermittlungsverfahren wurden eingestellt, naja, Strafanzeigen wurden gestellt. Was kann man denn sonst machen? Also mich erinnert das an ein Beispiel aus unserem eigenen Leben. Ja, wir auch in einem Häuschen, aber natürlich, du hast dann auch mal Nachbarn um dich herum. Also damals hatten wir noch einige Nachbarn um uns herum und dann gab es einen Nachbarn, der eigentlich im Grunde das ganze Dorf terrorisiert hat. Und denkst du, das war also so grundsätzlich, also alles Mögliche hat er sich erlaubt. Und also bei uns nicht so viel, ja, aber bei den anderen dann umso mehr. Glaubst du, irgendjemand hat sich ansatzweise gewehrt? Abgesehen davon, dann bei den anderen Nachbarn darüber sich aufzuregen und zu lästern. Nicht wirklich. Es wurde nichts unternommen und es war nur eine Person, ein älterer Herr, der alle im Grunde terrorisiert hat. Der mal irgendwie bei dem einen in den Garten gespuckt hat, bei dem anderen hat er irgendwie die Bäume kaputt gemacht, bei dem anderen hat er fast den Hund angefahren. Also es waren lauter so Sachen, wo du dir sagst so, ja Moment mal, warum geht er eigentlich so weit? Ja genau, er geht so weit, weil er es kann. Warum geht die Politik so weit? Weil sie es können, weil sich keiner dagegen wehrt. Und das ist wie ein Kind, das testet auch immer wieder die Grenzen. Wie weit kann ich gehen? Was kann ich denn alles machen? Bevor es heißt, hey, hier gibt es gewisse Grenzen. Und Grenzen sind auch gut, solange du sie aufzeigst. In deinem Leben, ja, und bei anderen.
Und das ist richtig heftig und das erinnert mich einfach absolut an diese Geschichte. Und ich kann mich noch genau erinnern, als Chris dann einmal gesagt hat, komm, machen wir doch einfach so, zum Beispiel einfach mal so eine Sammelklage. Zum Beispiel. Ist nur ein Beispiel. Oder machen wir etwas zusammen? Dann war sofort so, jetzt habe ich jetzt erstmal hier keine Zeit oder sonstiges oder hier und da. Also war es wohl nicht schlimm genug. Und das ist der Punkt. Wann ist es schlimm genug? Und sollte man nicht von Anfang an schon sagen, hier reicht es mir. Das war's. So und nicht weiter, mein Freund. Aber die Leute lassen mit sich machen und mit sich machen und mit sich machen. Und das ist genau dieser Punkt, wo ich euch gesagt habe, wir sind hier gerade in einer schwachen Gesellschaft. So, du kannst dich jetzt dazu zählen und du kannst sagen, nee, also mir hat es schon lange gereicht. Ich bin schon lange da raus und mache aktiv etwas dagegen. Aber diejenigen, die passiv zuschauen und warten, bis das Schlimmste kommt, bis man dann wirklich sagt, so, boah, jetzt könnte ich irgendwas dagegen machen oder jetzt reicht es mir wirklich. Dieser Punkt muss erstmal geschaffen werden. Und beim starken Menschen sind seine Grenzen klar definiert und da heißt es so und nicht weiter. Beim schwachen Menschen, da läuft das so weiter und weiter und weiter, bis man mal einigermaßen aktiv wird. Und dann können auch wieder gute Zeiten kommen. Ja, schreibe mir gerne in die Kommentare, was du dazu sagen möchtest. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye!